besser kann ein Comeback nicht verlaufen. Mario Götze hat in seinem ersten Ligaspiel in diesem Jahr die Partie für Sendt beim 3:1, 0:1, der PSV Eindhoven über Vitesse Arnheim in der niederländischen Eredivisie kam. Der Weltmeister von 2014 in die Partie, leitete zwei Minuten später den Ausgleich ein, um schließlich selbst zwei Tore zu schießen. Es war sein erster Doppelpack in der Niederlande. Durch den Sieg bleibt die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt zumindest in Sichtweite von Tabellenführer Ajax Amsterdam, der zwei Spiele weniger absolviert, aber drei Punkte mehr als Eindhoven auf Rang 2. Spiegel Armando Broja hatte die Gäste aus Arnheim, vor der Partie Vierter, inzwischen auf Rang 5 abgerutscht, früh in Führung gebracht. Minute. Diese hielt bis zwei Minuten nach Götzes Einwechslung. Schmidt brachte den ehemaligen deutschen Nationalspieler in der 4. Minute. Götzes erste Aktion, er leitete den Angriff ein, den Daniel Malen mit dem Ausgleich vollendete. 66. Punkt für die späte Entscheidung sorgte Götze dann selbst. Erst verwertete er eine Flanke von Malen, 86. um kurz darauf einen Konter mit dem Tor zum 3:1 abzuschließen, 88. Nach dem Jahreswechsel hatte der 28-Jährige wegen einer Leistenverletzung einige Wochen aussetzen müssen. Erst am vergangenen Donnerstag gab er in der Zwischenrunde der Europa League bei Olympiakos Piräus 2:4 sein Comeback-Icon, der